Promi-Geflüster heute beim ZDF-Pressetag in München. Mir gegenüber Corbinian Hofer, so kennt man ihn in den Rosenheim-Cops. Persönlich natürlich Josef Hanneschläger. Dazu einen schönen guten Morgen, grüße dich. Schönen guten Morgen. Ja, jetzt haben wir es gerade im Vorgespräch schon erfahren. Sind 17. Jahr, wo er jetzt dann dreht. Lange Zeit. Viele Fälle durchgemacht und ihr seid täglich auf. Nicht täglich, wöchentlich, so muss man sagen. Es ist eine Weekly geworden. Wöchentlich, immer dienstags. Wenn wir jeden Vormittag laufen in der Wiederholung. Ja, Wiederholungen so gesehen, ja, aber sonst die neuen Folgen, die kommen immer wöchentlich, genau. Großes Pensum, wie viele Drehtage habt ihr da immer? Ja, wir drehen von März bis Dezember tagtäglich, also außer Samstag, Sonntag. Wobei es natürlich manchmal schon vorkommt, dass man auch mal am Samstag oder ganz selten mal an einem Sonntag drehen muss, weil irgendein Motiv nur am Wochenende zu bekommen ist. Ja, aber eben, also früher habe ich wirklich jeden Tag gedreht und seit 2012 mache ich nur noch die Hälfte der Folgen und dann habe ich zwischendurch auch mal frei und das ist doch dann wieder sehr schön auch. Genau. Da gibt es nämlich noch was anderes, Musik nämlich, da kommen wir gleich nachher drauf zu sprechen, aber in den Rosenheim-Cops, klar, durch das, dass du jetzt natürlich nur die Hälfte drehst, kommen natürlich auch andere Kommissare zum Einsatz. Also sind ja, glaube ich, immer so drei insgesamt, also mit dir drei von den Hauptermittlern, die immer da im Wechsel sind. Ist das richtig? Ja, es gibt sogar noch mehr, weil wir noch den Doppeldreh machen und dann gibt es auch noch, also auf der anderen Kommissarseite quasi noch Ersatzleute und die Katharina Abt kam jetzt noch mit dazu, eine weibliche Kommissarin. Und im Augenblick sind wir auf dem Posten, glaube ich, zwei Kommissare. Der Michael Grimm ist jetzt nicht mehr dabei. Ja, das ist, auf der einen Seite ist es natürlich immer seltsam, wenn etwas ohne Ende passiert, das man selber mit aus der Taufe gehoben hat. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, auch sehr entspannend, weil es ist schon sehr viel, wenn man jeden Tag 10, 12 Stunden dreht, plus Fahrzeiten, plus Vorbereitung zu Hause. Es ist ein Hochkonzentrationsjob und es lagert sehr aus. Und da ist dann doch auch schön, wenn man erstens Zeit hat für sich selber ein bisschen, um sich zu erholen und auch mal wieder Zeit für andere Projekte. Gesundheitlich war es ja bei dir, glaube ich, auch mal ein bisschen nicht ganz so optimal. Naja, ich hatte halt mehrere Verletzungen, also es ist halt Verletzungspech gewesen. Okay, aber jetzt alles wieder im Lot, läuft alles wieder voll im Einsatz sozusagen? Alles wieder im Lot, ich werde es ja schon seit 2012, es war nur 2011, wo ich so schwer verletzt war und ausgefallen bin, aber seit 2012 ist wieder alles fein und ich drehe und ich arbeite und ich laufe rum und fahre mit dem Fahrrad und tanze und alles schön. Genau. Und wie gesagt, dann stehst du noch auf der Bühne ab und zu dann musikalisch, du hast, glaube ich, auch eine kleine Musikgruppe oder Band oder wie muss man sich das vorstellen? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, das ist eine Showband, Disco Train heißt es, das ist Disco-Musik der 70er, 80er Jahre, sind drei Mädels und fünf Jungs und die Mädels sind nicht die Hauptsängerinnen, zu dritt oder auch einzeln und dann ich mache ein bisschen auf Barry White und der Keyboarder singt was, der Bassist singt was und so, aber immer wieder andere Band vor sich stehen und es kommt immer sehr gut an bei den Leuten, wir bringen sie alle zum Tanzen und das macht Spaß. Aber ich habe jetzt auch letztes Jahr wieder mein Musical gemacht, bin da auch wieder auf der Bühne gestanden mit 24 kleinen Mädels. Ein Stück namens Aufruhr im Mädchenpensionat, was sehr hübsch war, sehr schön geschrieben und man verliebt sich gleich 24 Mal. Die sind so lieb und so dabei und nehmen das so ernst und so und sind auch sehr talentiert, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Prima, super, toll. Und die CD gibt es natürlich auch einen, gell? Hast du mir auch verraten? Ja, es gibt eine CD in München im Sommer, die kam 2011 raus. Ja, ich habe so 70-80% der Texte geschrieben und 50% der Musik. Dann kam damals eine Plattenfirma auf mich zu, ob ich nicht eine Platte machen mag, weil sie das auf dem Disco-Train mitbekommen haben. Und das war ja schon auch irgendwie so ein Teenager-Traum, ein Plattenvertrag, wow. Und dann kommt es auf ihn zu. Und ich dachte natürlich erst, sie müssen mir irgendwie Songs und Producer und Studio und so weiter zuschustern. Dann ist aber mein bester Freund und seine Frau sind Musiker und haben auch ein Studio und dann habe ich mal mit der Musik aus Niederbayern wiederum ein Lied geschrieben, so ein Wiesen-Hit-Verarschungssong. Und das hat ihm dann so gut gefallen, also das haben wir aufgenommen im Studio meiner Freunde. Und das hat ihm dann so gut gefallen, dass sie uns die Produktion in die Hand gegeben haben und einen Bandübernahmevertrag und dann durften wir das alles selber machen. Und das sollten Schlager sein, also textlich sind es auch Schlager, musikalisch
Wir konnten nicht nur Computermusik machen, wir haben mit richtigen Instrumente und es sind tolle Musiker dabei und 12 Songs, 12 Stile kann man sagen, von Funk bis bayerisches Unterda, von Soul und Blues und Samba und ein bisschen was Klassisches ist auch dabei und so, also es ist eine bunte Mischung, tolle Musiker dabei, wie die Evelyn Huber von Cuatro Nuevo, also hat Spaß gemacht. Klingt toll und kaufen oder finden im Internet kann man die, wenn man da ein bisschen mehr erfahren möchte? Aber freilich gibt es bei Amazon zu kaufen, kann man bei iTunes runterladen, ich glaube Spotify ist es auch, also man kommt dran. Man kommt dran. Einfach Josef Hannes-Schläger angeben, da findet man schon das Richtige. Ne? Genau, und dann geht es jetzt im März, glaube ich, wieder los, hast du gesagt, gell? Wieder neue Folgen. Wann ist dein nächster Drehtag? Wann der genau ist, weiß ich nicht. Wir fangen am 31. März wieder an. Und da bin ich dann bestimmt gleich viel drin am Anfang. Und ja, es verteilt sich dann übers Jahr. Prima. Also man muss ja sagen, hast du mir schon mal erzählt gehabt, die Innenaufnahmen, die werden ja hier in München, glaube ich, gedreht, in den Studios und sind eigentlich letztendlich nur die Außenaufnahmen, die in und um Rosenheim passieren. Ja, das ist ein Studio auf der Bavaria, das ist in Geisel-Gasteig, also quasi südlich von München ein bisschen. Und der Rest wird in ganz Bayern gedreht. Also man versucht natürlich heutzutage möglichst nah in München zu bleiben, weil ja die LKWs von Bavaria-Gelände aus losfahren. Und so ist der Hof bei Bayern. Ich sage mal, wir drehen auf der Rosenheimer Seenplatte, sprich Simsee, Chiemsee, Tegernsee, Ammersee, Starnberger See. Und so, weil mein Starnberger See ist auch schön, aber es ist halt viel, viel näher als Chiemgau. Und dort heißt es halt entweder dann längere Fahrzeiten, das heißt kürzere Arbeitszeit oder Übernachtung. Das kostet auch. Ne? Aber es gibt natürlich Motive in Rosenheim, die man braucht, so wie vorher im Kommissariat, das ist das Rathaus und so, oder mal den Stadtplatz, oder man braucht einmal eine Penthouse-Wohnung mit Blick auf die Alpen oder so. Also das drehen wir dann schon wirklich in Rosenheim auch. Gut, dann danke ich mal ganz kurz da so für deine Informationen, für deine Aussagen und vielleicht sieht man sich irgendwo mal wieder, würde mich freuen. Oktoberfest, läuft man sich auch mal wieder über den Weg oder wo wir auch schon zusammen waren, bloß nochmal zur Erinnerung, beim Schubeck haben wir auch schon Weihnachtsplätzchen gebacken. Ja, weiß ich noch, beim Schubeck mit dem Tom Mikula zusammen Weihnachtsplätzchen. Das war nett und sehr, ja, der Schubeck war da sehr professionell und sehr, sehr freundlich. Hat Spaß gemacht. Und glaub, du hast auch Koch gelernt, gell? So war das. Ich habe mal Koch gelernt, ja. Nach dem Gymnasium erstmal dachte, bevor ich mir jetzt auf diesen unsicheren Beruf, was man jetzt als Klischee hat, ich komme aus einer ganz normalen Familie, einlasse, dann muss ich erst mal was Anständiges lernen. Das habe ich dann gemacht. Das hat mir auch nicht geschadet. Viel lernen für ja, Bewegung und Organisation und so. Und habe aber nebenbei damals auch schon Theaterworkshops gemacht und ja, Unterricht gehabt und so Amateurtheater gespielt. Also es ging von vornherein auf das hinauf. Ganz Kochen kam dann plötzlich zufällig zum Schauspiel, sondern das war von vornherein geplant. Okay, ganz kurz noch, was ist deine Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise? Es gibt so viele gute Sachen und ich liebe eigentlich so jede Nationalität an Küchen, ob das italienisch ist oder vietnamesisch oder koreanisch oder was auch immer, französisch, spanisch, griechisch, whatever. Ansonsten ist natürlich immer noch eins der ja, Meisterleistungen meiner verstorbenen Mutter, mein Lieblingsgericht, was ich auch selber Gott sei Dank noch kochen kann, ist ein Rindsouladen nach dem Spezialrezept meiner Mutter. Da ist mehr Gemüse noch drin, also außer den üblichen Sachen. Das ist recht eine feine, bunte Sache. Alles klar. In diesem Sinne sagen wir guten Appetit, alles Gute und bis demnächst. Danke dir. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Danke.